Konzentrationsmethoden mit dem Gerät PRK-1U. 1. Entwicklung der Konzentration des ewigen Lebens zur Verjüngung. 1.1. Sie können sich darauf konzentrieren, sich selbst zu verjüngen. Dann konzentrieren Sie sich auf die Verjüngung der anderen. Wenn Sie meinen, dass Sie jung sind und sich noch nicht verjüngen müssen, dann müssen Sie die Konzentrationen als Training durchführen, damit Sie in der Zukunft, wenn Sie sich verjüngen wollen, bereits imstande sein werden, das zu tun. Methode: Während dieser Konzentration kann man sich das gewünschte Alter vorstellen und es während der Konzentrationen bis zur Ebene der realen Wahrnehmung von sich selbst in diesem Alter empfinden. 1.2. Diese Konzentration braucht sogar junge Leute, weil dies für die Zukunft nötig ist, damit sich der Mensch in jedem Augenblick verjüngen kann. Also, wir müssen noch von Jugend auf lernen. In dieser Konzentration müssen Sie die Aufmerksamkeit auf die Wirbelsäule richten und sich neben der Wirbelsäule die Zahl 4, 9, 8 vorstellen. Auf solche Weise müssen Sie sich durch das Leuchten dieser Zahlen verjüngen. Das heißt, das Licht von Zahlen geht auf die Wirbelsäule und man muss sich durch die Wirbelsäule verjüngen. Komplett. 1.3. Aus dem Raum zwischen den Linsen kommt die vom Gerät generierende Materie des ewigen Lebens. Sie kommt aus dem Raum zwischen den Linsen. Man muss die Materie des ewigen Lebens zum Steißbeinbereich der Wirbelsäule hinausführen, damit die Materie des ewigen Lebens nach oben bis hoch zum Gehirn geht und gleichzeitig soll sich der andere Teil der Materie von der kleinen Linse aus durch das rechte und linke Auge mit der Materie vom Steißbein zusammenschließen, damit es einen geschlossenen Kreis gibt. 1.4. Man muss die Materie des ewigen Lebens aus der Mitte zwischen den Linsen hinausführen und direkt in das Gehirn einführen. Von dort aus in das Knochenmark der Körperglieder und von dort aus in den Organismus auf alle Zellen. 2. Die zweite Konzentration ist die Entwicklung von Konzentrationen des ewigen Lebens zu einem beliebigen Ereignis. 2.1. Zuerst müssen Sie sich auf den lokalen Bereich der Materie Ihres Organismus konzentrieren, zum Beispiel zur Normierung. Danach kann man dieselbe Konzentration für andere durchführen. Weiter kann man sich auf ein beliebiges Ereignis konzentrieren. 2.2. In dieser Konzentration müssen Sie quasi irgendein Bewusstseinselement in die unendliche Zukunft übertragen und von dieser unendlichen Zukunft aus erkennen, dass diejenigen Ereignisse, welche Sie eingeplant haben, realisiert sind. Zum Beispiel ebenso wie Sie sich die Vergangenheit anschauen und dort sind die für Sie nötigen Ereignisse realisiert. Und hier ist es dasselbe. Sie schauen von der Zukunft aus auf die Vergangenheit, die die Gegenwart ist, aber von der Zukunft aus die Vergangenheit darstellt. Dementsprechend ergibt es sich, dass Sie quasi nach hinten schauen müssen. Und Sie müssen von der unendlichen Zukunft aus zurückschauen und erkennen, dass Ihre eingeplanten Ereignisse realisiert sind. 3. Das nächste ist die Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens zum steuernden Hellsehen.
Zuerst muss man das steuernde Hellsehen verwenden, indem Sie in der aktuellen Zeit den Raum betrachten, den Sie verlassen haben oder in dem Sie vor einigen Stunden waren. Dann kann man das steuernde Hellsehen in Bezug auf ein beliebiges Ereignis verwenden. Es ist wünschenswert, ein Steuerungsziel zu setzen, welches Sie für die Realisierung in Wirklichkeit brauchen. Empfehlungen: Während der Durchsicht der Ereignisse bei der Nutzung der Konzentration des steuernden Hellsehens kann man gleichzeitig die Ereignisse korrigieren, falls es nötig ist. Da sich das steuernde Hellsehen vom einfachen Hellsehen dadurch unterscheidet, dass bei der Anwendung des steuernden Hellsehens gleichzeitig mit der Durchsicht der Ereignisse die Korrektur der Ereignisse, falls nötig, für die Gewährleistung des ewigen Lebens erfolgt. Viertens. Die nächste Konzentration ist die Entwicklung des ewigen Lebens zur steuernden Prognose. Bei der Steuerung nach der steuernden Prognose wird auch das Steuerungsziel eingelegt, das Bewusstsein und den Geist mit Hilfe des Gerätes dermaßen zu entwickeln, dass man in der Perspektive ohne Gerät auskommen kann, indem man nur noch den entwickelten Geist und das entwickelte Bewusstsein nutzt. Methode: In dieser Konzentration müssen Sie Ihre unendliche Zukunft, ewige Zukunft, betrachten. Und in dieser ewigen Zukunft, zum Beispiel nach 1 Million Jahre, erkennen, nun eigentlich in einem beliebigen Punkt der unendlichen Zukunft, irgendwelche Ihrer Ereignisse konkret erkennen, was Sie dort konkret machen. Und dabei müssen Sie aus der aktuellen Zeit Ihre Zellenzusammensetzung diagnostizieren, das heißt die Zellen des Organismus, die Funktionen des Organismus. Sie müssen diagnostizieren, dass dies alles in jener unendlichen Zukunft normal ist. Besser ist es, die Norm sofort in der aktuellen Zeit zu schaffen.